Ich habe eigentlich ein Einzelunternehmen und bin ein Reisebüro für Profifußballmannschaften. Also das spielt sich so an. Es gibt in Österreich weit 5 FIFA-Match-Agenten, die internationale Länderspiele von A-Nationalteams runter anmelden können. Und da hängt natürlich auch immer die Unterbringung zusammen und natürlich auch das Training. Ich habe heuer das Match angemeldet, also zweimal in Wiener Neustadt und Nigeria gegen Kamerun, A-Nationalteam. Und ja, das ist normal im Sommer das Geschäft, im Winter ist umgekehrt, da haben wir dann die ganzen Mannschaften in der Türkei, Spanien, Portugal, also wo die dann runtergehen. Natürlich durch Corona ist das auch sehr, sehr, sehr schwierig. Ich habe nebenbei noch Weinhandel dabei, beziehungsweise, dass ich nicht zu dick wird, bin ich noch Skilehrer, das habe ich auch noch gemacht vor ein paar Jahren. Das ist so ein bisschen Ausgleich, aushilfsweise so über die Silvester und im Februar. Und ja, schon einiges gesehen und das Fußballgeschäft habe ich so gelernt seit 10 Jahren in Salzburg. Da war ich bei der größten Agentur, da in Leogang. Und dann war ich auch in der Heimat von Herrn Landesrat in Bad Wimsbach bei den Global Sports jetzt on site. Und jetzt ist halt meine Frage, wie können wir eventuell das noch verstärkt anbieten für die Sommermonate in Niederösterreich, dass wir das noch attraktiv machen. Es ist der Sportland Niederösterreich, der Toni Pfeffer, es gibt da Förderrichtlinien, das gibt so alles. Natürlich, aber in Zeiten wie diesen wäre es halt gut oder vielleicht können wir da irgendwelche Sonderförderungen noch für die Mannschaften machen, also die bezahlen alle. Und ja, es gibt Förderrichtlinien, ja, wo wir ein bisschen halt auch zweifelhafte Sachen dabei haben. Weil wenn ich sage, okay, jetzt kriegt der Mannschaft angenommen nach den Kriterien 10.000 Euro pro Punkt, 2,5. Und wenn wir spielen in St. Pölten im Stadion, kostet das Stadion zur Nacht 15.000 Euro, also ist das nicht recht eine Förderung für diese Sache. Und ich rede jetzt nicht von Real Madrid oder irgendwas. Es gibt sehr viele Mannschaften im Sommer, die, was weiß ich, Euroleague, Champions League, Quali spielen aus, ich sage jetzt, Rumänien oder Albanien, die halt nicht das große Geld haben, aber halt auch nach Österreich kommen wollen. Wieso kommen die im Sommer? Weil halt relativ viele Mannschaften hier sind und sich vorbereiten wollen und auch die Testgegner natürlich. Weil da fahren wir halt dann die Stunden nach Oberösterreich oder ins Burgenland oder wenn eine Mannschaft in Wien ist. Und das ist halt dann meine Frage, was wir da vielleicht machen können, Herr Landesrat, speziell auch jetzt mit neuen Tourismus direkt aus dem Waldviertel, dass man da vielleicht einmal die Hotels, die 4-Sterne-Hotels anschreibt, wo halt ein Fußballplatz in der Nähe zwischen 3 und 5 Kilometer ist. Kann man das vielleicht über den niederösterreichischen Tourismusverband machen oder was weiß ich, dass man da einmal evaluiert. Es gibt da sehr viele Sportvereine, zum Beispiel der Herr Vizebürgermeister Scheidl in Göpfels an der Wild. Da haben wir einen Fußballplatz, der hat der Verein aufgehört, der hat eine Kooperation gemacht mit Allensteig. Da sind jetzt, glaube ich, nur die American Footballer. Da ist zwar kein Hotel, aber das müsste man halt vielleicht auch evaluieren und vielleicht in Corona-Zeiten, dass man vielleicht noch ein Förderanreize für die Teams macht, dass man da irgendwo was macht, wo halt die vielleicht weniger bezahlen. Ich bin einmal prinzipiell nicht unzufrieden, wie viele Mannschaften wir da tatsächlich in letzter Zeit nach Niederösterreich gebracht haben. Ich habe mir das ja angeschaut und ich habe gesehen, dass wir 20 und 21 waren, 8 Nationalmannschaften, Mexiko, USA, Costa Rica, Panama und 5 Clubmannschaften, Slavia Prag, Kopenhagen, Dynamo Moskau, bei uns zu Gast. Und wir haben ja ein Förderprogramm, wo wir das auch unterstützen und der Toni Pfeffer ist auch der richtige Ansprechpartner. Die Schwierigkeit ist, du brauchst halt da wirklich auf der einen Seite ein 4-Stern-Hotel Minimum und auf der anderen Seite gleich in unmittelbarer Nähe einen Fußballplatz. Und das ist ein bisschen die Schwierigkeit. Aber nachdem ich begeisterter Fußballer bin, zwar ohne Talent, aber anschauen tue ich mir es gern, müssen wir einfach schauen, ob es da irgendwo im Waldviertel tatsächlich eine Infrastruktur gibt mit dem Hotel und dem Platz, wo wir das etablieren können. Also ich bin auch aus touristischer Sicht für jede Belebung dankbar. Ich muss mir halt budgetär immer ein bisschen nach der Decke strecken, auch was die Förderung betrifft. Aber natürlich werden da Nächtigungen generiert, weil wenn eine Nationalmannschaft da anreist, das ist schon ein ganz schöner das sind ganz schön viele Leute. Ja, es sind 50, 60 Trainer und Betreuerstab und alles. Ja. Genau. Cool.